heißt der weibliche Charakter halt Maya. Maya! Einen wunderschönen, meine Lieben, wir spielen ein neues Spiel. Wir spielen Raft. Wir sind ich und der Torben. Menschen. Der Torben? Ja. Ich hab den Namen vergessen, er ist mir entfallen. Torben ist auch dabei, der ist allerdings als Hai unterwegs in dieser Runde. Ach, man kann aber auch als Dude spielen. Ich bin der Dude. Wie kannst du als Dude spielen? willst du das Schau. Weibchen sein? Dass wir uns auf unserem Raft auch fortpflanzen können? Wäre schon sinnvoll, gell? Aber ich glaube nicht, dass wir so weit in die Zukunft spielen werden, planen müssen. Täusch dich nicht. Das war das hin, also gesamtlich. Friendly Fire ist aus. Auf normal, oder? Durchschnittliche Schwierigkeit für den durchschnittlichen Spieler. Ja, genau. Wir sind durchschnittlich. Absolut. Außer unsere Penislängen. Vergiss die nicht, Benny. Die sind unterdurchschnittlich. In das Spiel gar nicht, gell? Du hast schon mal gespielt, oder? Ich hab schon mal gespielt, ja. Weltbeitritt. Ach, jetzt. Das war schon. Verbinden. Da läuft der Countdown. Ja, Wahnsinn. Oh, da ist ein Haifisch. Sag doch, das ist der Torben. Ach so, das ist der Torben. Weil... Weißt du nie, was ein Haifisch so im Schild wird? Ein Fass habe ich, ein Fass. Genauso wie bei einer Schildkröte, weißt du nie, was die im Schild wird. Messer. Boah, Benny, ich habe schon so viel Loot, Alter. Wir haben es eigentlich schon durch. Was, Bench? Oh, wieso bist du so klein und steckst in meinem Boot? Mein Gott, wir haben echt nur noch ein Brett, ich meine, du bist schon durch. Ja, ich habe das ja alles in meinem Inventory. Habe ich auch so einen Dreadlock-Pferdeschwanz wie du? Ja. Okay. Ach, mal auf den Kopf. Warte, was ist denn? Da muss ich schauen. Ich hab dir erst auf den Hoden geguckt. Was habe ich mit beim Haken gemacht, dass du jetzt. Boah, ich hab so viel Loot. Wie baut man denn was? Ah! Scheiße, was habe ich jetzt gedruckt? Ah, hier. Werkzeug, Bauhammer. Herstellen. Wie zur Hölle schmeiß ich den Haken? Ja, ganz normal. Danke, bitte für die Info. Draufbleiben und dann? Ja, und dann loslassen, oder? Ja. Hinzählen. Da fällt er einfach nach unten. Du musst es aufladen, gell? Okay. Ja, weiß ich. Ich lade den Kreis voll auf, dann lasse ich es los und dann fällt er einfach nach unten. Was ist da los? Na gut, also ich kann nur Sachen nehmen, die man einfach so holen kann. Kann der Hai uns auch irgendwas, wenn wir... Ja, du musst aufpassen, der Hai knabbert am Boot ab und zu. Und ja... Auch mehr Kunststoff. Ah, jetzt funktioniert es, Gott sei Dank. Musste der Haken wahrscheinlich erstmal laden. Ein gemeinsames Inventar haben wir nicht, gell? I don't know. I don't think so. Ne, wir können halt später dann so Lagerkisten so bauen, aber da, okay. Was wir jetzt so sammeln, das ist schon alles getrennt scheinbar. Was ist hier eigentlich passiert, dass du so viel Scheiße rumschmeißt? Ach, Gretel, Klimagretel. Richtig, richtig. Was, die wollte das alles stoppen? Was dachten wir jetzt machen, wenn hier kein Plastik wäre? Boah, ich erwische halt nichts. Das Abenteuer beschert. Da drüben ist Kunststoff. Oh Mann, so scheiß weit geht der Haken nicht. Ich muss mir irgendwas anderes bauen. Holzspeer, macht das schon Sinn? Konnte ich nicht bauen, Steinaxt auch nicht, Angelrute auch nicht. Ich will nicht mehr werfen, mein Haken. Sehr zupfbar. Wurfanker. Sammel das Fass, schnell. Ah! Ja, und dann. Ach so. Ah. Hab's. Toll. Ui, da ist eine Insel. Das ging ja schnell. Was, wo? Ach so. Kann man irgendwie ein Ruder oder so bauen? Oder da treiben wir automatisch hin, oder? Könnte klappen. Allerdings weiß ich echt gar nicht mehr genau, ob wir überhaupt anlegen können. Lass mal auf, was brauchen wir denn? Auf jeden Fall brauchen wir schon mal einen Speer. Ich habe kein Seil. Wir brauchen ein Seil. Seil habe ich eins. Ich habe auch eins. Speer, hier, Holzspeer. Achso, drei Seil. Okay, da kommen wir zwei Fässer. Palmblätter. Ein Palmblatt kommt auch. Also ein Speer brauchst du halt, wenn der Hai sich ins Fluss festbeißt, dann musst du den töten. Also halt anschießen mit dem Speer. Oder wie immer du das nennen willst. Aber macht es Sinn, dass ich das Floß immer gerade größer mache? Ja, auf jeden Fall. Aber ja, mach mal so eine Grundfläche, machen wir mal. Ich muss jetzt echt irgendwie ein Ruder bauen oder so. Paddel. Das ist ja schon, da können wir schon eins bauen. Und dann bräuchte man eigentlich den Anker noch, oder wo ist denn der?
Den habe ich schon gesehen, aber ich konnte nicht bauen. Wurfanker. Da braucht man 4 Seile und Steine auch noch. Okay. Ein Stein habe ich, glaube ich. Mal Richtung der Insel. Wie paddelst du? Ach, du hast einen Paddel. Ja, er ist ein Fuchs. Ah, die ist ja schon da. Oh, Plastik. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, das ist, wenn man keinen Anker hat. Ich glaube schon, dass man einfach da anlegen können, halt solange die Strömung in die Richtung der Insel geht. Ich hoffe es zumindest. Ich hab keine Ahnung. Du kannst sicher bei der Männerdepunzer flößen. Ach so, da könnte man jetzt zum Beispiel mit der Axt und sowas machen, oder? Genau. Blaue Blume. Ananas. Oh, und Ham. Ja, das Ananas. Ist Ananas. Da haben wir echt gar nichts zum Essen. Wurzelblume. Ich habe jetzt ganz viel Ananas. Schon mal gut. Oder mal schauen, dass wir irgendwie eine Kiste machen, dann mal auch beide was zum Essen haben. Ich schaff's nicht, diesen blöden Kanister einzusammeln. Jetzt gehe ich echt baden. Ich hätte echt gern die Axt gebaut. Ja, die bräuchten wir auch. Ja, das. Oh, Wassermelone. Noch eine. Ja, wahrscheinlich kam deswegen auch so früh eine Insel, dass man am Anfang mal was zum Beißen hat. Ist cool schon sein. Was haben wir nochmal für die Axt? Oh, ich hab Steinaxt. Mir geschnappt. Blanken, Steine und Seil. Ja, Alter, da fehlt mir alles. Ach, trinken müssen wir ja auch schauen. Okay. Ja, tust du schon was naschen? Ich habe jetzt gerade zufällig eine rohe Kartoffel gegessen. Ich habe mir jetzt nicht so viel gebracht, aber... Ich habe mir gar nichts gebracht. Ich glaube mir auch nicht. Oh, was ist bei Tee? Angelrute. Wenn Lehrer dein Floß ist dein Zuhause, dein Haken ist dein Freund. Wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn ein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Bla bla bla. Ja, die Floßgröße lasse ich jetzt erstmal so. Ja. Bis wir ein bisschen mehr zusammengebaut haben da. Ach, du sagst gleich zwei Blattl. Du bist das Narrische. Was willst jetzt du mit so viel Blattl? Bau immer einen Hut draus. Tschüss, Insel. Ja, das wäre unsere Rettung gewesen, gehört die Insel. Aber wir haben sie einfach. Ja, nee, unser Floß ist unser Zuhause. So schaut's aus. Denn eines Tages von den gerade noch so Überlebenden werden wir zu Kreuzfahrtunternehmen aufbauen. Das ist der Plan. Wie kommen wir jetzt. Achso, hier, leere Tasse. Einfacher Reiniger. Ach, der ist zum. An eine Tasse Salzwasser zu Süßwasser aufbereiten. Genau. Okay, da brauche ich noch. Blätter und Kunststoffe, das. Ich brauche noch 3 Blanken, dann könnt ihr den bauen. Ich habe jetzt gerade meine Palmblätter rauskauen für. Für was denn eigentlich? Ach, für Seile, genau. Ich habe jetzt 4 Seile. Ach, die Seile können wir machen, oder was? Ja. Also, mir fehlt noch ein Stein, dann kann ich die Axt bauen. Jetzt ist irgendwie gerade die Schlucht voll nachgelassen, gell? Ja, ich tue jetzt mal. Lass mir mal die Planken, dann baue ich uns dieses Wasser, denke ich. Ja, ich wollte gerade sagen, da könnte mal wieder ein bisschen Loot kommen. Wie baue ich denn eigentlich? Muss ich jetzt echt ganz blöd fragen. Mit Bauhammer und dann rechte Maustaste. Ach, da brauchst du ja auch Seile dafür. Wahnsinn. Dann baue ich halt einen Scheißdreck. Nee, bitte nicht. So, jetzt kann ich den einfach einen Reiniger. Tada! So, jetzt brauchen wir noch eine Tasse, oder? Dass wir, ja, Kunststoff noch. Sehr schön. Ja, ich glaube, ein bisschen größer würde ich schon noch machen, schon aus dem Grund, weil der Hai ja auch mal schnell was wegknabbert da. Ja, schon, aber ich verdursch gleich. Ja, ja. Nee, ich rede ja nur so, ich bespreche zu uns. Da ist er ja schon. Oh, du Arsch. Wo ist mein Speer eigentlich? So, da geht's. Okay. Da geht's hin. Jetzt mal aufgefüllt, jetzt kann man wahrscheinlich was knuspern. Boah, mein Haken geht kaputt, glaube ich. Ja, tut er auch. Der Hai hat mich geschnappt, mein Gott. Alles cool bei dir? Oh, ich bin kurz baden gegangen. Okay. Halt mal schauen, wie die Wassertemperatur so ist. Ich kann ja gar nichts bauen, mir fehlt Kunststoff, mir fehlt alles, das ist ja Wahnsinn. Und da kommt endlich mal wieder ein Fass. Nein, mein Haken ist im Arsch. Das muss ich. Brauche ich da Kunststoff? Wie soll ich Kunststoff jetzt einsammeln, wenn ich keinen Haken habe? Ach nein, Springer, das. Ja, oder warten, bis er nah genug hinkommt. Oh oh, wo ist das Floß? Ah, da, hi! Benny! Okay, bin wieder da. Ich muss nämlich ganz dringend was trinken. Ich musste da erstmal Planken drauflegen und. Ach ja, tschüss.
was man dann Feuer machen muss oder so, das kann ich mir echt nicht mehr erinnern, wie das war. Ja, aber man muss doch vom Start weg irgendwie was saufen können. Ja, du hast ja lang genug. Ah? Relativ. Jetzt brennt's. Nee, ich bin durch, das fast leer. Das ist super. Ich finde das gar nicht. Fast hinterher, weil er nicht hinkommt. Deshalb bin ich so wahnsinnig. Das ist Kirchenhaiangriff. Aber das Feuer ist jetzt automatisch angegangen. Achso. Ah ja, okay. Ja, dann geht das schon, genau. Da war ich mir nicht mehr sicher, aber offensichtlich. Ich weiß auch nicht, wie lange das dauert. Wir haben echt nochmal schnabuliert, der Hai. Süßwasser füllen. Ah, ich kann was trinken. Gluck, 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 gluck. Hast du die Tasse dafür auch schon oder kannst du direkt aufs Trinken? Ne, die hab Tasse hergestellt. Ich bin echt ein bisschen hinterher hier mit meiner Herstellung. Leere Tasse, naja gut. Ja, die Tasse braucht nicht viel. Mehr. Wahnsinn. Und so ein bisschen rudern, dass wir da zur Insel kommen? Ja. Ach, was das auch sein dort da nicht mehr, oder? Ja. Dass man vielleicht von den Früchten auch Wasser bekommt. Ja, doch, das kann sein, dass die ein bisschen auffüllen, das weiß ich gar nicht. Wo ist eigentlich das ganze, mein ganzes Zeug? Weil ich habe ja viel mehr aufkommen, als er da unten in der Leiste auch sagt. Ach hier, okay. Wassermelone. Hm. Essen. Ganz ehrlich. Ja, du kriegst von der Wassermelone auch Wasser zum Beispiel. Ja, wieso zur Hölle bin ich jetzt in das Wasser gefallen? Weil da ein Loch war. Nein, das war jetzt, bin ich ja fast tot. Gibt es noch was zum Trinken? Ja. So, was bauen wir jetzt? Ein Speer hätte ich halt echt gerne. Fehlt mir wieder Planke und Seil. Seil kann ich vielleicht herstellen. Ja, eins, zwei. Eine Planke. Und hier kommt irgendwie wieder kein Loot zusammen. Mhm. Nein. Gibt's doch nicht. Oh, ich Holzkopf. Ein Fass. Na, ja, da sind wir gut im Strom jetzt. Du kannst jetzt erforschen, Antenne, okay. Ja. Oh, der Heider, Heider. Weißt du, warte, ich kann auch einen Speer bauen. Toll, hab ja schon wieder ein Eck. Mann! Ich habe immer noch zu wenig Kunststoff. Das ist ja hungriger als ich. Ja, der Grill wäre zum Beispiel auch nicht schlecht, dann könnte man mal angeln. Einen Grill kann ich bauen. Bau mal, hast du noch Möglichkeit, Planken zu bauen? Oder eine Aufkommen. Aber bau mal um das Wasser rund, also eine Planken, sondern diese Plateaus, halt diese Plattform. Nee, brauche Plastik. Ich auch. Wir müssen dieses Wassergewinnungsding rum auf jeden Fall. Ach, dass der das nicht wegknuspert. Genau. Aber natürlich auch kein Kunststoff drin. Ja, ich konnte jetzt wieder ans Bauen, oder? Auf jeden Fall davor, oder also links oder rechts daneben. Auch nur eins, leider. Na, ja, ich glaube, er wird es auch gleich wieder gehen. Wo kommt der Fassel? Natürlich. Wir können dann auch irgendwann diese Fangkörbe bauen, dann ist das schon mal witzig ein. Ja, das habe ich, glaube ich, gesehen, dass drumherum da war dann so automatisch die Fässer sammelt. Gell? Genau. Und dann ist es aber auch wichtig, weil immer wenn du an einer Insel anlegst, dreht sich das Boot so ein bisschen in der Strömung. Und dann sind quasi die Fangkörbe, die fangen nur in eine Richtung. Mhm. Und du siehst ja jetzt anhand der Strömung hinterm Boot so ein bisschen. Aber können wir das dann nicht drehen, wenn wir... Nee, so richtig drehen, glaube ich, kannst du das echt gar nicht. Ein Seil, ey, der 8-mal Seil.
Seil ist, glaube ich, kein Stress. Also. Ja, ich habe jetzt auch sehr viele Palmblätter. Nein, so viele habe ich gar nicht mehr. Haken ist, glaube ich, wieder kaputt. Stimmt, Alter, der geht voll schnell kaputt. So was sammeln ohne. Bauen wir dann als nächstes, bauen wir einen Kalender. Ja, unbedingt. Ja, eine Angel wäre halt mal gut, dass wir was zum Essen fangen können. Angelrute. Boah, alter 8-Seil. Mhm, genau. Oh, wie schnell hast denn du das Paddel gebaut? Da braucht er eins für dafür. Jetzt ist mein Haken kaputt. Ja, deswegen konnte ich halt sonst nichts bauen. Das bringt ein Bett, lässt sich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Genau. Okay. Und ein Forschungstisch. Ach, nötig, um neue Gegenstände zu erforschen. Das wäre vielleicht auch mal interessant. Naja, noch. Ja, irgendwann schon mal, aber noch sind wir da relativ weit entfernt. Ey. Da kommt wieder eine Insel. Oh, einmal strengen, was essen. Das, ich leuchte schon rot. Das ist vom Sonnenaufgang. Ach, da kommt Kopf. Knurrt. Aber echt nicht schnisch zum Essen. Hast du noch irgendwas? Ja, wie konnte dir das gehen? Ja. Gute Frage. Wenn man Kiste braucht, wahrscheinlich, ja? Oder konnte das irgendwie. Ich konnte es entfernen, aber. Ich entferne es mal. Nee, konnte nicht. Ich glaube, du kannst es fallen lassen, ne? Ich schnappe mal das Fass und hoffe, dass da was drin ist. Wait. Ah, hier, Ananas fallen lassen. Liegt hier. Du kannst jetzt erforschen, was? Ich hab's nicht lesen können. Ach, das waren gleich zwei. Ich kann. Ja, zu der Insel sollten wir jetzt aber schon rüber paddeln, weil ich habe auch nicht mehr viel zum Essen. Mhm. Beziehungsweise nichts mehr, die Ananas war es jetzt. Und die hält jetzt auch nicht so lang vor, gell? Nee. Ja. Ich hab auch schon wieder Hunger, ja. Aber die hat auch mehr Wasser gebracht als. Ja, ich dachte jetzt die Bootgröße auf jeden Fall erstmal so lassen. Hexens halt immer austauschen, wenn er was abknuspert oder so. Hoppala. Nein. War nicht hoch, oder? Doch, von oben. Oh, der Hai. Ah! Der beißt so heftig in unser Boot. Ich habe ihn extremst verjagt, Alter. Super geil. Das wird eben eine Lehre sein. Ich hoffe es. Weiße Blume. Also diese Blumen, die man aufheben kann, die sind, glaube ich, nur für Farbgewinnung. Ach so, weil da ganz viele aufkommen. Servus. Ich habe einen Bauplan für einen Empfänger gefunden. Findet man also Pläne und so Zeug? Mhm. Also zum Essen finde ich hier nicht. Nicht wirklich, ne? Ah doch, hier was bist du? Wieso kann ich dich nicht nehmen? Ich möchte dich essen? Ja, da müsste man jetzt den Baum wahrscheinlich fällen, das kann ich nicht. Das brauche ich für die Da hängen Früchte dran. Ja, Planken. Echt nichts zum Knuspern da. Ich habe jetzt mal unfassbar viele Seile hergestellt. Jetzt brauche ich eigentlich bloß noch Holz. Mein Magen knurrt auch ganz schön. Ah, Melonen! Okay, die bringen halt auch ends wenig. Alter, da ist ja nichts passiert. Ja, so Fische fangen und dann grillen, das bringt schon wesentlich mehr. Ja, dann müssen wir uns mal gucken, dass wir da die Angel zusammenbringen. Was bleibt mir denn jetzt noch? Jetzt habe ich eigentlich schon einiges an Loot gekriegt. Seil brauche ich noch. Bisschen was. Seil habe ich ohne Ende. Kann ich das irgendwie aufteilen eigentlich? Ich bräuchte 4 Seil. Wie kommen wir jetzt hier wieder weg? Bitteschön. Oh, danke schön. Dann kommen wir hier wieder weg mit dem Paddel. Problem ist nur, wenn mein Paddel kaputt geht, was bald der Fall ist, dann kann ich kein neues bauen. Na, du hast die Angel. Okay, das ist ja. Schon gut. Hast du noch Planken übrig?
Park, eine bloß. Oh Gott, was ist denn da passiert? Die gehen weg wie warme Planken. Boah, der hat 6 Stück und könnte die Axt bauen, dann kann man so ein paar Bäume fällen. Da hat man wieder wesentlich mehr. Hm. Ah, ich hab was erangelt. Nee, doch nicht. Doch, rohe Makrele. Planke platzieren. Das reicht halt nicht, gell? Du brauchst leider 3 Planken. Okay, fahren wir mal wieder raus in den Strom, bevor wir mal verhungern. Legst du schon? Doch, schau, die brennt. Okay. Ja, dann kannst du wahrscheinlich 3 Fische zubereiten, wenn du 3 Makrelen hast. Kann auch sein. Ich hoffe echt, mein Paddel hält, dass wir da wegkommen. Sonst wird es echt spannend. Sind wir schon weg von der Insel? Mag man nicht umdrehen. Noch nicht geil. Ja, jetzt kannst du lassen. Ja, und jetzt ist es auch kaputt. Also jetzt, wenn wir da noch irgendwo hängen bleiben, haben wir ein Problem. Was das ätzend? Ich habe ja nichts mehr. Paddel kaputt. Mein Haken ist kaputt. Ich kann jetzt einfach nur da stehen und hoffen, dass... Mein Haken geht auch gleich kaputt. Dass Planken zu mir in die Hand gespült werden. Alter, ich muss so dringend essen. Das kommt auch noch hinzu. Okay, wie lange das jetzt dauert, gell? Mhm. Also fertig. Ich glaube dann drauf. Mein Magen knurrt. Wieso kann ich das Wasser nicht trinken? Das habe ich gerade drauf, ich habe neues Snack gestellt. Ach so. Oh ja, der Fisch bringt schon einiges mehr. Oder kommt ein Fass? In 2 Tagen? Oh, eine Planke. Ja, da war auch eine drin. Wie mein Magen knurrt, Wahnsinn. Ja, kannst du mir vielleicht einen Fisch fangen und den draufballern? Da liegt doch schon da drauf. Ach so, sehr schön. Aber den müssen wir erstmal anheizen. Mit dem, hab ich schon. Den ich ja so dringend bräuchte. Wieso muss man das nochmal machen? Ich musste ja, vielleicht hat die nicht gereicht. Nein, mein Haken ist kaputt. Jetzt sind wir echt am Arsch. Warum eh so wenig Player? Ich hab schon wieder, naja, aber es waren halt wieder meine letzten Planken. Ich versuchte eigentlich mal so ein bisschen Reserve zusammenzubringen. Wann kommt man denn das Bauen, wo das automatisch... Ach, das haben wir, das treibt ja eigentlich eh nichts auf uns zu. Und daher, ja, ne? Ha! Schon wieder alles so viel Stress, seit der Green Hell spielen können. Weil der darf halt den Fisch wieder nicht essen, weil er vergiftet ist. Ne? Oh. So, jetzt kann mein Magen aber aufhören zu knurren. Wieso hat da jetzt eine Möbel geschrien? Das hat sich sehr, sehr auffällig angehört. Du hast dein Mikro wieder so ein bisschen in der Nase. Ja, ich hab's gerade umplatziert. Alter, was ist das Herz unten? Welches Herz? Also es ist ja trinken, essen und dann noch was. So, Leben. Warum ist das rot bei mir? Aber voll? Energie. Achso, ja, voll rot ist gut. Wenn es leer ist, dann hast du ein Problem. Achso. Bei mir wird es relativ regelmäßig leer, weil ich immer mit dem Hai gern baden gehe. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Loot zusammen, glaube ich. Schauen wir mal, was können wir da jetzt bauen. Vielleicht können wir einmal... Ja, noch ein paar Planken raus, ja. Fundament. Hat er mich echt noch erwischt, der Arsch? Nein, ich komme nicht mehr raus. Okay, sehr. Ja, 5 Planken. Immer noch zu wenig eigentlich. Mal wenigstens den Haken wieder bauen. Ein Paddel wird man brauchen, oder? Mhm. Okay, dann baue ich uns ein Paddel. Ich glaube, diese Sammeldinger, die könnten wir schon mal bauen, eigentlich. Ich finde die nicht. Bau gerade. Vielleicht müssen wir die auch erst erforschen oder so. Das wäre natürlich krass. Nein. Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Forschungstisch könnte ich aber auch bald bauen. Also bald ist gut. Ich angel mal wieder. Ah, da kommt noch ein Fass. Das ist ein guter Plan, genau. Ich komme ins Fass.
Oh, was hat er jetzt weggeschmissen? War nichts mehr dran, oder was? Das kann sein, ne? Ja. Wird auf eine schöne Melodie. Ja, komm. Er beißt jetzt mal was an. Nein, den kann ich auch nicht. Ja, ich muss was wegschmeißen. Okay, ich schau jetzt mal, wo man die Teile bauen kann. Das sind das schwarzer Samen. Füge Wasser hinzu, um eine Blume zu... Ja, oder du steckst dir die Blume halt einfach in den Arsch. Und den Wassermelonsamenpäuti. Ja, wir müssen wohl tatsächlich erst diesen Forschungstisch bauen. Schmeißen Sie das weg hier? Ja. Blumen. Okay. Da hätte ich nicht ins Wasser springen müssen dafür. Nee, ich bin der ersten Insel alle noch weggeschmissen. Büschi, sehr schön. Eine Seebrasse. Oh, was kommt da vorne? Schau mal. Ah, das ist ein Paddel, oder? Ja. Ja, da sind oft so Kisten drauf, wo es dann aber auch nur wie Fässer, glaube ich, Loot gibt. Ab und zu aber auch besondere Sachen. Das Witzige ist, da müssen wir jetzt hinpaddeln. Und sobald du das betrittst, versinkt es eigentlich. Ach so. Dann schnell genug dann quasi den Loot holen und wieder weiter paddeln. Und zwar fest an dem Dorans und Irons. Ja. Oh, ich muss schwer dringend essen. Oh, da war eine rohe Rübe drin. Oi, oi, oi. Trübe Rübe. Nein! Oh Gott, Benny, hilf mir doch! Ich bin unten am Floß! Okay, ich bin wieder da. Also, wenn er auf dich springen sie. Oh, der andere Ninja-Looter. Krasse Scheiße, ja. Während du da mit dem Hals spielst. Du kannst übrigens auch die Planken, die so direkt am Boot vorbeischwimmen, mit E einfach. Ja, das habe ich dann irgendwann rausgefunden. Okay. Warte, das ist voll weit weg. Ich glaube nicht, dass wir da hinrudern können. Ey, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ah, der schon wieder. Nein, du Scheiß-Mongo, Alter. Ich will halt keine Treppe bauen. Oh, oh. Stürmisch. Ja. Ah, ist der Fisch fertig? Ja. Nein! Habe ich auch wieder Planke gebraucht. Aber so Kentern oder so können wir nicht, oder? Nee. Glaube ich zumindest. Wäre ja anders unfair. Ich glaube, wir bauen jetzt auch mal eine Angel. Bei den. Reicht uns eigentlich der Grillplatz nicht wirklich, ja. Wollte gerade sagen, dann darf der zweite Grill sogar noch Sinn machen. Das dauert halt immer. Also fertig, ich leg wieder einen drauf. Mann, das hat halt auch wieder nichts gebracht. Kann echt nicht sein, dass ich das nicht erwischt. Da ist noch eins. Ja, Mann. Hab ich's. War das eine Plank? Achso, ich hab's nicht erwischt. Ne. Geil. Ja, jetzt kommt Fischi. Der Garter her. Jetzt habe ich eine rohe Rübe. Kann man die so essen? Mhm. Weil da aber ja nichts bringen, oder? Auch grillen, da bringt's mehr. Hab schon verputzt den Burschen. Okay. Ach komm. Ich könnte bald ein Forschungsding bauen. Okay, ja, wäre sinnvoll, weil ich glaube, um diese Körbe zu kriegen, diese Sammelkörbe, da müssen wir tatsächlich die erst erforschen. Ich find's nirgends. Aber ob wir die jetzt schon brauchen? Ja, die sind immer gut.
sparen wir uns jetzt schon mal diese blöde Haarknallerei die ganze Zeit. Ja, das fließt ja alles an uns vorbei. Hm, da sammelst du schon genug ein. Vor allem das sammelst du einfach nebenbei, das ist ja... Ja, 14 Planken, es tut echt weh. 14? Ja. Schon heftiger. Eine brauche ich noch. Fetzert. Ja, ich baue jetzt auf jeden Fall mal die Angel, dann können wir es so ein bisschen wechseln. Essen so. Oh, Gott sei Dank braucht er keinen Platz. Platziere den Gegenstand zum Erforschen in den Slot. Was? Ach so. Okay, jetzt habe ich Schrott erforscht. Ach, ich muss jetzt alles da reintun und... Ja, genau. Das oh. Teppich könnte ich lernen. Braucht man einen Teppich? Ja, unbedingt. Das war's. Mehr konnte ich echt nicht erlernen. Okay. Gibt's eigentlich mal irgendwie wieder Palmblätter oder so? Das ist ja auch... Alter, ich verhungere, ich verdurste. Das war nicht bei der Angel, ja. Ich wirf mal aus. Trinken sollte jetzt nicht das Problem sein, eigentlich. Ja, ja, trinken geht. Warte, oh, der Ding baut. Da vorne, dass wir an der Insel kommen. Ah, der Hai. Super. Ist der nicht stirbt. Oh, den kriegt man nie ganz weg, oder? Doch, aber der kommt halt dann wieder. So. Du kannst ihn töten, da gibt es ordentlich Essen. Das war geil, in dem Fass waren drei Seile drin. Aber jetzt mal Tacheles hier, was wollte ich denn bauen eigentlich? Wie rudert man denn irgendwo hin? Also schon in die Richtung, wo ich schaue. Die Richtung, genau. Oh, mein Magen knurze. Und ronker Töpfe habe ich. Hast du jetzt auch den Teppich gefunden? Aha. Was hatte ich? Wenn eine Teppichknüpferei aufmachen wollen, dann. Die Rübe kann ich auf jeden Fall nicht erforschen. Die Rübe kann man nicht erforschen, das habe ich auch schon probiert. Aber ist da dieser Farmkorb überhaupt dabei? Da müssen wir da was anderes machen. Ich weiß, dass ich den, wo ich damals das alleine gesagt habe, auch immer ewig gesagt habe. Da hatte ich den schon lange. Ach hier, Sammelnetz. Okay. Nagel braucht man dafür, okay. Ja, den können wir herstellen. Ach so. Ja, okay. Dann werden wir wahrscheinlich Eisenschrott brauchen und davor habe ich jede Menge. Okay, nee, habe ich schon. Brauchst du den? Das sind drei Stück gleich. Jetzt müsste man es eigentlich bauen können, oder? Hunger, Alter. Keine Bretter erforscht, kann das sein? Kann sein. Ja, ich hatte keine Planken, die er braucht für den Tisch. Kranker Typ. Ja, jetzt kann man einiges. Ein Stuhl, Tisch. Eine Vogelscheuche. Und mein Magen knurrt. Ui, da. Ja, ich kann bloß noch ganz langsam gehen und so. Ach, wir sind an der Insel. Mhm. Ruhiger Töpfe habe ich jetzt gegessen. Schau mal hier, Blumen. Das ist eigentlich schon witzig, auf diesem kleinen Floß echt so einen Forschungstisch haben. Kannst du voll Salzwasser platzieren? Jetzt machen wir ja mal ein gescheites Lagerfeuer. Ja, okay, die... Das ist schon wieder guter Crap. Die macht dann erst Sinn zu bauen, wenn... wenn wir wieder am Fahren sind. Hier brauche ich jetzt nicht. Weil dann wissen wir quasi in die Richtung, dass wir die bauen müssen. Achso. Steinaxt, okay. Die habe ich jetzt auch. Ohne Truhe.
Wow, Alter. Scheint er an den Hundling. Da war ja übelst viel Zeug drin. Bolzen habe ich jetzt. Mhm. Nagel. War drin. Ja, sehr gut, da habe ich nur noch zwei. Okay, ansonsten war's das aber. Wo waren's Floß, Alter? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, hier. Da geht's aber drunter. So, Sammelnetz. Das war doch vorher nicht da. Ne, das hab ich jetzt gerade alles erforscht. So, oh, okay. Ja. So, Seil habe ich nicht genug. Mein Gott. Nagel habe ich nicht genug, aber Nagel kann ich, glaube ich. Ja, kann ich herstellen. Ja, Nägel habe ich jetzt viele. Brutal viele. Wie viele? Drei? 22. Okay, das ist echt viel. Ja, wenn ich genug Seil hätte, könnte ich zwei so Netze herstellen. Ich angel mal, bis du wieder kommst. Was ist denn der scheiß Schrott eigentlich? Der war doch immer hier unter Wasser. Ach ja. Unter Wasser ist Schrott, oder was? Mhm. Und der Hai halt auch, den habe ich wieder vergessen. Der kommt immer, wenn ich... Achso, der kann nicht... Nein, bissen. Ich wollte gerade sagen, der kommt immer, wenn ich angel. Da muss ich das Angeln abbrechen. Weil er ein Huso ist. Er sollte nicht Hai heißen, sondern Huso. Ja, da schau, Knusper, da schwer. Nein, ich angel! Ich werde ihn so zerspießen. Und der überlebt es halt natürlich jedes Mal. Das soll ich uns hier mal wegpaddeln? Nee. Ja. Okay. Ja, konnte ich eh nicht. Da passt man nicht durch. Oder? Okay. Ach, geht. Nice. Oi, 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 oi. Aber wenn sie uns jedes Mal dreht, wenn wir das machen, dann ist es ja sowieso. Ziemlich tricky. Du musst dann schon irgendwie aufpassen. Du musst es dann irgendwie mit dem Anker steuern, glaube ich. Wo war denn das? Oder über kurz oder lang halt auf allen Seitennetze, oder? Ja. Ja, oder so. Oder was ich dann gemacht habe, wo ich alleine zog, da hab ich halt immer. Gut, du kannst sie, glaube ich, abbauen und dann wieder aufbauen und so. Bolzen könnte ich ja vorstellen, oder verliert man immer einen, gell? Mhm. Aber trotzdem. Alter! Wenn ich das jetzt erlerne, ist das dann... Also ich konnte einfach alles lernen, ich verbrauche dabei nichts, oder? Genau. Total lange. Ach so, ich wollte ja noch tauchen eigentlich. Scheiße. Deswegen wollte ich noch nicht weg. Also merkt ihr fürs nächste Mal, wenn wir wieder an der Insel sind, wir müssen tauchen gehen. Okay. Dann gibt es nämlich Schrott und... Aber sie müssen noch ein paar coole Sachen halt unter Wasser. Ich brauche jetzt auf jeden Fall nur Seil, dann baue ich uns mal so ein Netz. Ich angle in der Zwischenzeit ein bisschen. Ja. Ah, stimmt, was zum auf dem Grilling habe ich auch was. Wie ich ausgerechnet den Speer raus tue aus meinem Inventar. Warte, oh, ich Seil machen. Ich glaube, der Abbohrer. Dürfte jetzt eh schon reichen, dann können wir ein Netz bauen. Ja. Okay, wir fahren jetzt. Soll ich es daher machen? Warte mal kurz. Hinter uns siehst du die Gischt, die weiße, das ist quasi die Richtung, in die wir fahren. Okay. Ziemlich genau von der Insel weg, ja, geradeaus. Ja, auf jeden Fall in die Richtung, genau. Und in welche Richtung muss ich das drehen? Ich glaube, das Netz muss hinten sein. Würde das Sinn machen, gell? Wie das ausschaut, warte mal schon. Ja, es ist wie so ein Viereck und unten hängt so ein Netz runter. Aber das muss so, ja, es fängt ja, schon. So, ist richtig.
Dann würde ich es so machen, dass ich schon wieder Hunger habe. Schau, hau mir meinen Fisch auf den Kopf. Ja, das sammelt sogar so ein bisschen. Hörst du den Essen daneben auch noch? Auflegt, oder kann ich mir den einverleiben? Achso, ja, jetzt ist spät. Aber hat er nicht geschaut. Wenn ich noch genug Seil habe, kann ich gleich noch ein zweites bauen. Ja, ich baue gleich noch eins, glaube ich. Da war natürlich wieder kein Seil drin. Du weißt schon, dass man Seil aus Palmblättern herstellen kann. Ja, die habe ich auch nicht mehr. Okay. Ich habe gerade wieder welche gekriegt. Ja, ein Seil. Ach ja, ich brauche ja 8. Ja, dann. Eins noch. Na gut, ich habe 32 Palmblätter, da kann ich dann schon mal ein paar Seile basteln. 32? Ja. Hast du früher das ganze Spul noch nicht eingesammelt? Oh, meine Angel ist auch gleich wieder Schrott. Mein Haken ist gleich Schrott. Jetzt habe ich gerade Planken hier gelegt auf unseren Grill. Ja, und Schrott. Ich habe, glaube ich, damals gehört, man sollte die quasi mit einem Abstand dazwischen bauen. Weil, ja, weil der sammelt das, was links und rechts ist, auch. Ey. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Wir kannten auch und? Hier dann noch uns hier hängen. Genau. Ah, daheim. Mann! Weil ich gerade ein Stück baut. Achso, hast du da jetzt noch so Dinger dazwischen gemacht? Mhm. Macht das Sinn? Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass der Heidi dann wegknabbert. Das würde ja auch. Eigentlich müsste man davor auch noch was bauen. Ach, die sammeln das ja von unterm Schiff, Eiger. Genau. Stimmt. Du kannst sie theoretisch auch mitten im Rumpf irgendwo. Mhm. Kriege ich wirklich dieses Scheißfass nicht? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mit der Sofa schütze. Ja, das ist noch ein Palmblatt, dann kann ich auch noch eins bauen. Zack, Sammelnetz. Zack. Ja, das der frisst doch nicht, das ist ein Wahnsinn, ja. Aber den bunten Barsch, den haben wir jetzt nicht pfiffen, der hat was gebracht. Noch mal ein, dann gehe ich mal weiter angeln. Also irgendwie sammeln unsere Netze überhaupt nur steil. Nicht so wirklich. Das treibt alles genau daneben. Das ist ja schon bei 48 Minuten, die dazu sagen, dass wir die Folge mal beenden. Also wir spielen natürlich weiter. Aber ihr könnt das nicht sehen, was wir da nur spielen. Das seht ihr bei der nächsten Folge. Bis dahin eine wunderschöne Zeit.